Moin moin Leute, heute spielen wir Gran Turismo. Ja, mit der VR-Brille, weil ich wollte ein bisschen austesten, wie die so ist. Bipapo. Und ich habe auch noch ein Lenkrad dazu. Und heute mit der Strecke, oh, wie heißt die nochmal? Keine Ahnung, Leute. Und mit dem Auto. Nissan. Und dann waren da noch so komische Zahlen. Was mache ich hier? Okay. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier bremst. Ja, Leute, wenn ihr mehr Gran Turismo sehen wollt mit der VR-Brille, dann Like da lassen. Wenn ich sehe, das ist cool. Ich finde Gran Turismo auch cool. Weiß auch, dass es cool ist. Auch generell andere VR-Brille. Was laber ich? Andere VR-Brille. Ich meine, andere VR-Spiele. Wenn ihr das wollt, dass ich das spiele, dann ist das auch gar kein Problem. Das kann ich natürlich auch machen. Und jetzt bin ich voll Kanne gegen die Wand gebrettert. Yay! Oh, warum ist denn das jetzt so hoch? So. Was ich cool an diesem Wagen hier finde, er ist schnell, hat eine gute Bremskraft, lässt sich gut lenken und ja, kommt gut um die Kurven. Das meine ich. Kann noch in letzter Sekunde ganz ruhig bremsen, ohne das Pedal kaputt zu machen. Deswegen mag ich das Auto hier so. Guck, da steht zwar schon, ich soll bremsen. Gerade nicht, weil ich auf gerader Strecke bin. Aber jetzt, dass ich bremsen, mache ich aber nicht. Ich mache ein bisschen später. Kommt trotzdem ganz ruhig in die Kurven. Da ist das Geile an dem Wagen hier. Das ist richtig nice. So. Ja. Ich krieg mal ein bisschen über die VR-Brille. Würde schon empfehlen, auch mit Gran Turismo die VR-Brille zu holen. Und dazu noch ein Lenkrad, damit ihr, ja, macht einfach noch mehr Spaß dann. Halt, ist halt richtig realistisch auch. Ups. Ja. Aber es hat natürlich einen Haken, wie bei jeder Sache. Das Ganze hat ja eine verminderte Grafik, sage ich mal so. Heißt unscharf. Wie bei dem Spiel hier. Das Spiel hat eigentlich eine richtig geile Grafik. Die VR-Brille. Also mit der VR-Brille ist das nicht mehr so schön. Also mich stört es nicht. Aber wen stört, weiß ich nicht. Ob das dann für jedermanns Sache ist. Wenn ihr versteht. Ja, da sind wir auch schon Erster. Ich würde sagen, ich fahre auch jetzt mit einem anderen Wagen. So Leute, ich habe mir mal den Ford Raptor geholt. Und werde mir noch eine andere Strecke aussuchen. Und zwar... Joa, keine Ahnung. Die hier. Oder die hier. Die geht vollkommen klar. Die habe ich noch nie gefahren. Ich gucke ganz hinten aus. Komisch nach da. Ich gucke ein bisschen geradeaus. So. Den Ford Raptor mag ich auch sehr. Weil ich finde das cool, dass man da so hoch sitzt. Da hat man wirklich das Gefühl, man sitzt hoch. Ja, ich werde so klein, ist aber geil. Generell mit der VR-Brille, das Spiel hier ist echt mega geil. Weil ich mich auch
überall umgucken kann. Hier im Auto. Hinten ist der andere. Und ich sollte mal liebsten losfahren. Es wird doch gleich hier hässlich. Oh, Alter, jetzt verkacke ich direkt schon, Leute. Und er hat natürlich einen Porsche. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Kurve? Alter. Leute, die Strecke hier sieht wirklich schön aus mit der VR-Brille. Muss man kurz sagen. Ich bin Erster. Was? Wie bin ich da gerade gefahren, Leute? Wie sah das aus? Nee, ich... Hä? Keine Ahnung, Leute. Ich war irgendwie wieder am Ziel. Und dann stand da, ich war Erster, obwohl ich gar nicht Erster bin. Ja, das Rennen hier kann ich eh schon vergessen, Leute. Boah, die Strecke... Also, die Strecke, die Kurve hier... Ist ja auch wirklich fies, ey. Wie die da... Muss ich am besten jetzt schon bremsen, um da gut durchzukommen. Boah, Alter, die ist fies. Die ist echt fies. Ja, man weiß es ja auch nicht, wer gerade zum ersten Mal die Strecke hier spielt. Wo ist denn der andere? Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Boah, die Kurven hier sind aber wirklich anspruchsvoll. Ich wollte gerade da reinfahren. Ja, und Leute, noch was zu der VR-Brille. Wenn das bei euch so ist, dass ihr dadurch Schwindel bekommt oder so, also euch wird schlecht, dann würde ich lieber die Finger weglassen davon. Weil das ist hier mit der VR-Brille genauso. Bei mir jetzt nicht, aber kann ja sein, dass es bei anderen ist. Und verkacke ich die? Jo. Die verkacke ich richtig. Wo ist der andere eigentlich? Ist der hinter... Nee. Der ist nicht hinter mir. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ihn auch noch jetzt noch gar nicht gesehen, die ganze Runde lang, außer kurz am Anfang, bis ich verreckt bin. Oh mein Gott. Das war schon knapp wieder. Natürlich müsste ich hier nicht mit dem Lenkrad spielen. Aber es ist natürlich geiler mit dem Lenkrad. Da hinten ist er. Ja, den kriege ich für das Rennen hier nicht mehr eingeholt. Das ist unmöglich, Leute. Das ist unmöglich. Ah, ja. Oh, Saratki. Tägliches Training abgeschlossen. 12.12. Ah. Den? Nein, den? Den? Was ist das für ein Auto? Hä? Credi Fuo Z. Noch nie was von gehört, Leute. Aber... Den fahren wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch eine Bewertung da. Tschüss.